Ja, und jetzt, wie es Mick Knauf eben schon angekündigt hat, wollen wir einen Wochenrückblick wagen mit Robert Halver, dem Leiter der Kapitalmarktanalyse von der Baader Bank. Ja, Herr Halver, wenn wir uns den DAX anschauen, dann waren wir diese Woche ja immer zwischen positiven und negativen Gefühlen gefangen. Und das waren aber auch nur ein Punkt hin, ein Punkt her. Also so viel war es gar nicht. Was würden Sie denn für ein Wochenfazit ziehen? Ja, man könnte sagen, zwischen Baub und Borke, Grüßen nach Kulmbach, aber doch nach wie vor hervorragende Steherqualitäten. Ich meine, man muss ja mal schauen, wo wir im Augenblick sind. Ja, definitiv. Ja, du lachst, Melanie. Aber es ist doch wirklich so, dass wir wirklich hervorragende Qualitäten beim DAX nach wie vor haben. Natürlich, wir brauchen eine Bundesregierung, wir brauchen das Ende dieser Schulden. Problematik in den USA. Wir brauchen eine Klarheit, was Tapering angeht. Aber naja, trotzdem sind noch die Qualitäten des DAX fundamental für den Konjunkturdaten und nach wie vor von einem üppigen EZB-Umfeld gar nicht schlecht. Also Steherqualitäten münden dann in eine Euphorie, kann man das so sagen? Ich denke schon, wenn wir irgendwie zwei Dinge jetzt abgearbeitet haben, sie lacht die ganze Zeit, die Melanie, ich denke, wenn wir zwei Dinge abgearbeitet haben, einen Bundestags, eine Regierung haben, ja, und eben dann auch mit dem Budgetkonflikt in den USA durch sind, ja, dann denke ich mir, gibt es keinen Grund, warum man nicht 8, 9 Ende des Jahres haben sollte, im nächsten Jahr deutlich mehr, weil einfach im Augenblick alles zu Ende gerettet wird, da wird nichts anbrennen. Wenn wir uns die Koalition anschauen, welche wünschen Sie sich denn und welche werden wir sehen? Politik ist kein Wunschkonzert, aber ich denke mir, es wird auf Schwarz-Rot natürlich hinauslaufen. Als andere macht keinen Sinn. Das grüne Wunder wird ausbleiben. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Ich denke auch, dass eine große Koalition durchaus einiges bewirken kann. Nicht in der Steuererhöhung, das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass auch hier die CDU sich durchsetzen sagt, wir brauchen keine Steuererhöhung. Eine große Koalition kann ja große Dinge bewegen. Das heißt, die Steuerschlupflöcher, die Steuersubventionen, die müssen dann gestopft werden. Man muss quasi im gefräßigen Staat die Zähne ziehen. Wir haben genügend Steuereinnahmen. Ich denke, was die FDP nicht geschafft hat, ein einfacheres, gerechteres Steuersystem hinzubekommen, sollte man jetzt hinbekommen. Auch indem man zum Beispiel versucht, dass die multinationalen Konzerne ihre Steuern hier zahlen, dann brauchen wir keine Steuererhöhung, dann könnte man Steuersenkungen machen. Aber viel wichtiger ist natürlich die Euro-Schuldenkrise. Hier kann Schwarz-Rot sicherlich einiges bewirken. Nicht im Sinne einer Stabilität. Wir werden weiterhin neue Schulden zulassen, wenn Griechen und Portugiesen ihre neue Kredite geben. Und wir werden nichts sagen, wenn die EZB sagt, wir halten quasi wie Abraham die Hand oben drüber, dass nichts anbrennt. Also wir haben nach wie vor eine Situation, wo gesagt wird, wir retten die Eurozone bis zum geht nicht mehr. Und das wird die Märkte erfreuen, weil damit ja ein Krisenpotenzial nicht mehr sichtbar ist. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn kein Krisenpotenzial mehr da ist. Wir gucken noch mal auf den IFO und auf den GfK. Das haben wir beides gesehen. IFO, der 5. Anstieg in Folge. Und beim GfK, da sorgt man sich übers Einkommen, was nicht steigen wird. Naja, also jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben erstmal beim GfK Konsumklimaindex einen Höchststand seit 6, 7 Jahren. Also wenn das schlecht ist, dann weiß ich es nicht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Einkommen sinken, naja, man kann auch sagen, dass vielleicht ein Meteorit die Erde erreicht, dann haben wir auch ein großes Problem. Nein, nach wie vor sind die Zutaten für eine Befestigung des Konsums nach wie vor sehr gut. Ja, auch deswegen, weil die Konsumenten ja in Deutschland nicht mehr sparen. Sie entsparen, sie geben das Geld aus. Und da wir ja so viele Billionen auf der hohen Kante haben, können wir das auch. Noch. Das kann kein anderes Land fast in der Welt, hätte ich gesagt. Ja, also von daher ist die Konsumstimmung gut. Und was IFO angeht, die Lage ist zwar etwas schlechter, aber die Erwartungen sind dann nach wie vor sehr gut. Das heißt, die Aktienstimmung ist nicht nur durch billiges Geld, durch den schnöden Mammon befestigt, sondern auch durch harte Fundamentaldaten, die von der Konjunktur kommen. Also Herz, was willst du mehr? Harte Fundamentaldaten, harte Verhandlungen werden uns auch noch aus den USA erwarten. Sie hatten es bereits schon angesprochen. Die Zahlungsunfähigkeit könnte zum 17. Oktober, war es glaube ich genau, drohen. Beziehungsweise bis zum 1. Oktober muss sich hier entschieden sein oder muss die Schuldenobergrenze wieder angehoben werden. Wird das denn passieren? Also Amerika müsste ja mit der Muffe gepufft sein, auch die Republikaner. Wenn sie zulassen würden, dass Amerika bankrott geht, ja, dann hat die demokratische Seite in nächstes Jahr einfaches Spiel, kann sagen, Republikaner stehen für Staatsbankrott. Ja. Ich bin mir sicher, dass wir am 1. Oktober keinen Kompromiss haben werden, aber schon bis zum 17. Oktober. Und selbst wenn das nicht passieren sollte, wissen Sie, wenn die Mülltonnen nicht mehr abgeholt werden, wenn es anfängt zu stinken, wenn die öffentlichen Bediensteten nach Hause geschickt werden, ohne Lohnausgleich, dann sollen Sie mal sehen, wie schnell
schnell die Republikaner böse Briefe bekommen. Da wird niemand mehr 21 Stunden im Kapitol quatschen. Ja, da wird die Gegenseite meinen Mund aufmachen und da werden die Republikaner einknicken. Amerika geht nicht bankrott. So blöd kann niemand sein. Es wird zwicken und zwacken. Es ist ein spannender Krimi. Aber das ist ja vielleicht auch dann der gewisse Lustgewinn hier an Aktienmärkten. Aber Amerika geht nicht bankrott. Von daher, ich denke, Mitte bis Ende Oktober sind wir da durch und dann nehmen wir weiterhin Anlauf auf die nächsten Aktienhöchstmarken. Na, Steherqualitäten und Lust erwartet uns hoffentlich dann auch in der nächsten Woche. Was sehen wir hier noch? Ja, nächste Woche haben wir natürlich dann genau das Thema mit dem Budgetkonflikt. Bis zum 1. Oktober müssten wir ja einen Budgetansatz haben. Den werden wir wahrscheinlich nicht haben. Ja, ist aber auch nicht schlimm. Wir haben ja noch mindestens noch 2 Wochen dann Zeit. Dann haben wir natürlich aus China gute Zahlen zu erwarten vom PMI, vom Einkaufsmanagerindex. Wir haben nächste Woche die EZB. Die kann jetzt nach der Bundestagswahl den Burgfrieden mal sausen lassen und kann sagen, was sie vorhat. Und sie wird ganz klar sagen, dass die Liquidität nicht austrocknen wird. Sie wird weiterhin vielleicht sogar ein neues, großes Geldpaket für Ende des Jahres in Aussicht stellen, damit auch ja weiter Liquidität da ist. Also ich habe da überhaupt keine Angst. USA bekommen wir den ISM. Ich denke, der wird uns auch nicht enttäuschen. Wenn nicht das doofe Thema jetzt mit Tapering wäre, mit dem Budgetkonflikt und mit der Regierung, die wir noch nicht haben, wo wir nächste Woche schon neue Höchststände machen, okay, dann warten wir eben bis November. Also entweder eine zähe Woche wie diese Woche oder tatsächlich schon eine Euphorie. Was werden wir haben? Wo werden wir stehen am Ende der Woche? Eher durchwachsen, ja. Also kein Rinderfilet, sondern eher das T-Bone-Stück, wo Fettstreifen zwischen sind. Ja, aber das kann man ja auch gut essen, sage ich. Definitiv. Und das Filet gibt es dann im November, kurz vor Weihnachten. Ja, sehr schön, da freuen wir uns dann schon drauf. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Dann sage ich Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, erstmal vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich auch für das sehr nette Gespräch und das Lachen der Moderatorin. Und ein